Hallo und herzlich willkommen zu Giga Trivia. Dieses Mal haben wir was zur geschnittenen japanischen Fassung von GTA 5 für euch. Außerdem noch ein echt ekelhaftes Half-Life 2 Monster, das es Gott sei Dank nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Das alles und mehr im Trivia. Viel Spaß. Heute starten wir mit einem lustigen Kopierschutz, der aus Crisis Warhead ein Spielerlebnis der besonderen Art macht. Wer sich eine illegale Kopie des Spiels aus den Untiefen des Internets gezogen hat, der wird leider keine einzige Kugel verschießen können. Stattdessen werden euch Hühner um die Ohren fliegen. Ja, richtig gehört, das Spiel ersetzt einfach alle Kugeln mit Geflügel. Sogar eure eigenen Waffen werden mit dem Federvieh geladen. Uns würde aber mal interessieren, wie man die ganzen Vögel in so ein kleines Magazin bekommt. In der ersten Version vom Klassiker Space Quest gab es auf Kerona ein Geschäft, das sich Droids R Us nannte. Das war natürlich eine Anspielung auf die bekannte amerikanische Spielzeugwarenkette Toys R Us. Wie üblich wurde geklagt und Sierra änderte auch den Namen in Droids B Us. Ob das im Sinne der Kläger war, das möchte ich nur mal dezent bezweifeln, zumal Sierra in dem späteren VGA-Remake von Space Quest auch noch eine Giraffe einfügte, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Toys R Us Maskottchen hat. Aber auch das war vermutlich nur ein Zufall. Eine ziemlich makabre Anekdote ist uns zur Alien Jump'n'Run Serie Outworld untergekommen. Im Spiel werden die Modokaner von den Glukons als Fleischsklaven gehalten und entsprechend auch zu leckeren Snacks weiterverarbeitet. Die Modokon Pops sind im Grunde genommen nichts anderes als Modokaner Kopffleisch am Spieß, was das Logo auch ganz gut einfängt. Ursprünglich sollte dieses Logo aber etwas anders aussehen, weniger niedlich und dafür deutlich realistischer. Doch dann gab es während der Entwicklung von Oddworld in Japan einen schlimmen Vorfall, bei welchem ein Schüler seinen Freund umbrachte und dessen Kopf vor seiner Schule aufspießte. Aus Respekt vor den Angehörigen änderten die Entwickler kurzerhand das besagte Logo im Spiel, vermutlich auch um einer möglichen Kontroverse aus dem Weg zu gehen. Und wie wir die Presse so kennen, hätte es die vermutlich auch gegeben. Der Name Double Fine Productions steht dank Spielen wie Psychonauts, The Cave oder Broken Age heute für außergewöhnliche und großartige Spiele. Aber wisst ihr eigentlich, woher der Name kommt? Double Fine bedeutet übersetzt in etwa doppelte Strafe, was man hin und wieder auf amerikanischen Straßenschildern finden kann. Bei Geschwindigkeitsübergrenzungen taucht der Begriff öfter mal auf und macht klar, dass beim Verstoß gegen die Verkehrsregeln die doppelte Strafsumme fällig wird. Und so ein Schild mit der Aufschrift Slow to 45 Miles per Hour Double Fine Zone hing an der Golden Gate Brücke in San Francisco, wo das Studio seinen Sitz hatte. Indem man sich nun einfach Double Fine nannte, machte man dieses Schild quasi zur kostenlosen Werbung für das Studio. Naja, zumindest mit einem kleinen Augenzwinkern. Leider gibt es das Schild nicht mehr, stattdessen steht dort nun Speed Limit 45 Miles per Hour, Autotoll $5. Und das ist eher kein so guter Name für ein Studio. Wahrscheinlich werden sich noch einige von euch an die Heldenklasse erinnern, die Blizzard 2008 für World of Warcraft ankündigte. Der Barde konnte das Böse mit der Macht des Rock aus der Welt vertreiben. Dafür hatte er nicht nur eine Gitarrenaxt namens Gesichtsschmelzer, sondern auch eine ganze Reihe an speziellen Fähigkeiten. Mit dem epischen Solo konnte er Gegner zum Beispiel in einem Umkreis von 20 Metern kaputt rocken und der Moshpit erhöhte das Bewegungstempo der Gruppenmitglieder. Wer sich für den Helden entschied, der bekam sogar ein Interface, das dezent an Guitar Hero erinnerte. Und spätestens jetzt sollte klar sein, dass es sich dabei um einen ziemlich gelungenen April-Scherz handelte. Wir vergeben dafür 2 Hände mit Pommesgabeln. Der letzte Ableger von Medal of Honor mit dem kreativen Untertitel Warfighter kam weder bei den Kritikern noch bei den Fans besonders gut an, was ja dann auch das vorläufige Ende der Serie bedeutete. Dabei hatte Publisher EA während der Entwicklung kaum Kosten und Mühen gescheut. So wurden zum Beispiel echte US Navy SEALs in die Entwicklung des Militärshooters involviert. Eine Idee, die sich später allerdings als keine besonders gute herausstellte. Zumindest nicht für die beteiligten Soldaten. Denn die bekamen nachträglich vom amerikanischen Verteidigungsministerium ordentlich Ärger, da sie während der Zusammenarbeit mit dem Entwickler offenbar militärische Geheimnisse ausgeplaudert hatten. Welche genau, das ist nach wie vor streng geheim, aber vermutlich ging es um das Map-Pack Zero Dark Thirty, das an den gleichnamigen Film angelehnt war. Das Pack befasste sich mit der versuchten Festnahme von Osama Bin Laden, bei der mindestens einer der besagten Navy SEALs dabei war. Grand Theft Auto 5
Achtung, jetzt könnten ein paar kleine GTA 5 Spoiler folgen. Das Spiel hat es ja selbst bei uns ungeschnitten auf den Markt geschafft, was man ja durchaus anerkennen sollte. Denn Japan hat zum Beispiel eine Fassung bekommen, die zum Teil recht krass zensiert wurde. Dabei dreht es sich hauptsächlich um Szenen, in denen nackte Haut zu sehen ist. So bleiben bei Trevor die Hosen das ein oder andere Mal an, statt Sex gibt es Zigaretten und gefoltert wird in Japan nur bei Schwarzblenden. Wir bewerten das jetzt mal nicht weiter, aber wenn Trevor das mitbekommt, ja, dann wären wir lieber nicht in seiner Nähe. Hey there, Trevor. Und nochmal ein Spoiler-Alarm, dieses Mal für Final Fantasy VIII, also aufgepasst. Wir greifen jetzt nämlich eine Theorie auf, die in der Vergangenheit bereits heiß diskutiert wurde. Und zwar geht es um die Hauptfigur Squall, die am Ende der ersten CD schwer verletzt wird. Zu Beginn der zweiten CD ist aber alles in Ordnung, was auch ganz kurz aufgegriffen, aber nie wirklich aufgelöst wird. Die Theorie besagt nun, dass Squall in Wirklichkeit an seinen Verletzungen gestorben ist und der Rest des Spiels eine Art Totentraum ist. Dafür sprechen so einige Dinge, die ihr im Detail auf der Seite squallisdead.com nachlesen könnt. Und zumindest das etwas seltsame Ende würde sich so ganz gut erklären lassen. Das erste Deus Ex erschien im Jahr 2000 und beginnt auf Liberty Island, dem Standort der Freiheitsstatue. Und entsprechend sollte man von dort aus eigentlich auch das World Trade Center sehen können. Das war geplant, allerdings konnten die Entwickler nur einen Bruchteil der geschossenen Fotos als Textur im Spiel benutzen, weshalb die Bilder des World Trade Centers rausflogen. Natürlich fiel das einigen Spielern auf, weshalb die Entwickler behaupteten, dass Terroristen die Gebäude zusammen mit der Freiheitsstatue zerstört hätten. Wie gesagt, das alles fand vor dem 11. September 2001 statt, was ihn nun mal nachträglich durchaus etwas unheimlich werden lässt. Jetzt gibt es noch einen Gegner in Half-Life 2, bei dem ihr vermutlich ganz froh seid, dass es der nie ins fertige Spiel geschafft hat. Das Konzept sah beim Tripod-Hopper vor, dass die dreibeinige Kreatur wild durch die Gegend und auch auf seine Opfer springen sollte. Dabei befand sich in der Mitte ein arthaariges Etwas, mit dem der Hopper sich dann auf die Köpfe pflanzte. Da der Designer der gleiche war, der sich auch den berüchtigten Mr. Friendly ausgedacht hat, könnt ihr euch sicher denken, dass ihr nicht wissen wollt, was das da zwischen den Leibbeinen eigentlich darstellen sollte. Don't they know I'm... So, haben wir das mit diesem Half-Life 2 Vieh auch mal geklärt. Dort findet ihr bereits die nächste Folge Giga Trivia und auf dieser Seite geht's zu den Giga Secrets und dort findet sich ein relativ interessantes Easter Egg zu Skyrim. Ich nenne es mal die Kammer des Todes, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.